Die Quelle. Gotta stab him. Gotta kill him. Das ist also er macht denn was, wo er gegen seine Überzeugung dazu gezwungen wird als Job. Ja. Also geht doch überhaupt keinen Sinn mehr. Das ist total verkorkst. Das ist total verkorkst, ja. Oh cool, ich bin wieder in der Sonnenküste. Again. Ich hab ganz vergessen. And again, and again. And again. Nur eines ist niemandem im Überfluss gegeben. Das Leben. Das einzige endliche Leben. Aber soll es sinnlos dahinwelken? Nein. Dieses letzte Pfand muss jeden meiner Kämpfe befeuern. Du begreifst diese Gedanken nicht wahr? Aber du bist wie ich. Wir beide könnten Jagdkameraden sein. Willst du die Jagd an meiner Seite genießen? Kann ich nicht Zenos jetzt beitreten? Ja, gerne. Ja, nice. Gerne, go. Ich wäre gerne dein Jagdpartner. Let's go. Als ob du deine ach so hehren Ideale je ablegen würdest. Am Ende steht unvermeidlich der Kampf. Das wissen wir beide. Du lebst für diese Momente des atemlosen Schwebens. Gerade bevor das Gleichgewicht auf die eine oder andere Seite kippt, Sieg oder Niederlage, Leben oder Tod. Ist es nicht so? Boah, der Typ ist crazy. Oh, ich liebe ihn. Genau wie ich. Ach, nur dich würde ich mir zur Genossin nehmen. Wen interessiert, Alamigo? Lass uns kämpfen. Was für ein Spacko, ey. Wen redest du eigentlich die ganze Zeit? Xenos je Galvus. Xenos. Xenos. Morgahar. Die jeden Primae in seine Schranken beißt. Mir wurde sie geschenkt. Ich habe sie mir selbst errungen. Töte 8 Affen, sammle 5 Steine. Das ist eine Quest, wow. Ja. Sammel 50 Schrottteile. Toll. 50 Schrottteile. Ist tedious, langweilig. Du wirst ständig angegriffen von irgendwelchen fucking Mobs. Du kannst nicht reiten, weil du dann disorientiert bist oder wirst abgemountet. Ja, und es ist. Du bist vorhersehbar und du weißt genau, dass du währenddessen nichts Spannendes erleben wirst. Genau. Und in Final Fantasy musst du zwar viel labern, aber es ist zumindest unvorhersehbar, wo dich deine Reise hinführt und. Stimmt. Also du denkst nicht, ja, dann das Gebiet quest ich jetzt durch und dann quest ich das durch und dann bin ich hoffentlich fertig. Sondern hier kommt. Ich muss jetzt zum Beispiel gegen so eine komische Schlange kämpfen, die es eigentlich nicht als Mob gibt. An irgendeinem Strand, wo ich schon lange nicht mehr war. Nur einem Charakter zu helfen, der gerade Selbstzweifel hat. An Duma. Duma Larafell. So, ein Dungeon abgeschlossen. Gleich der nächste. Königliche Menagerie. Zeit wieder ein Geil zu gucken, sonst wird ich gefickt.
learn everything you've learned. Also hier überrascht zu werden von den neuen Encountern ist das Schlimmste, was dir passieren kann, weil du wirst von einer Ecke in die nächste geboxt. Mhm. Hier ist die Fee. Disagree with that. Well, we don't. Well, we don't. Man schalte ich diese fucking NPCs hier frei, das gibt's aber nicht. Nicht gesagt. Ein oder mehrere Ausrüstungsteile sind im schlechten Zustand. Usury. Can rip off the guy. Hi everyone, welcome to the visual guide for. As always, thanks for watching. Till next time. At this point, he'll chain cast concentrativity until he's down. If you have any questions or comments, please let me know. Up next, we'll take a look at the Royal Menagerie. Royal Menagerie Guide. Hi everyone, welcome to the visual guide for the Royal Menagerie. This is a level 70 trial made available by Final Fantasy XIV, Stormblood. My name is Mystek, and I'll be your primal guide. The first thing you might notice is the duty gauge, indicating Shinryu's current level of Corrupted Aether. Anytime this hits the limit, he'll release a specific element-aspected Aether attack. Both the tank and off-tank will be targeted by some pretty fast auto-attacks, so healers keep an eye on both of their health bars. The first major ability is Tidal Wave. This will push back and deal high damage to all players a set distance from the wave. Players will need to move to the side of the platform that the Tidal Wave has spawned on to avoid getting punted off the platform. This will also place a number of AoE puddles on the platform. Fast auto attacks, so healers keep an eye on both of their health bars. The first major ability is Tidal Wave. This will push back and deal high damage to all players a set distance from the wave. Players will need to move to the side of the platform that the Tidal Wave has spawned on to avoid getting punted off the platform. This will also place a number of AoE puddles so on the platform. Hast du dir das angeschaut? These will grant players with the fire resist mit dem Wissenschaftler dort. Buff and a lightning resist down 2 buff. Essentially, you don't want to be inside the water during a lightning attack, but you will find it useful during a fire attack. At this point, the puddles are unnecessary and can be ignored. Hypernova will target a player with this stack-up marker. All other players will need to stack in to share the damage. When the boss casts Ocmorn, tanks will need to stand together and cooldown through it to share damage. Each subsequent cast of Ocmorn will of course increase the number of hits on the tanks, so be ready. Spikesicles are large alternating column AoEs that are easily avoided. Ice Storm will deal raid-wide damage. Earth Breath will target two players with very large cone AoEs that both originate in the center of the boss. These AoEs can actually be baited and stacked on one side, minimizing the affected area of the platform and allowing for some easy dodging. At this point, the duty gauge will be close to filling up again. The fire-aspected Aether attack is Hellfire, and will deal a high amount of damage to all players.
Standing in a water puddle during this time will reduce the damage and is highly recommended. The lightning aspected Aether attack is Judgment Bolt. Players will need to avoid the water puddles at this time, and healers will need to heal through the damage as necessary. Watch for what's coming and then react accordingly. After the second Aether attack, the next phase will begin with eggs dropping to the platform and doing proximity-based damage. Find the safe zone before running back in to destroy the adds. Three waves of adds will drop down on the platform, each time dealing proximity-based damage. The adds will also cast their own AoEs, stacking Supernation debuffs on players' hit, so be careful. Once all of the adds are destroyed, Shinryu will cast his ultimate, dealing damage, binding players, and starting an active time maneuver. Players will need to escape from their chains before the boss crashes through the platform, or they will die. If handled successfully, players will land on the next platform, and the fight will continue. Was ist ein active maneuver? Was? Was muss ich ja machen? Massive knockback with two safe zones in the corners of the platform. Move to the closest safe zone immediately to avoid high damage and potential. Jahrelanger WoW-Veteran struggled mit. You notice that the platform has a centerpiece made of stone, with the outer perimeter made of a much less dirty material. Periodically, the boss will slam his tail down on two tiles, indicated by this huge red marker dealing high damage and cracking the outer tiles. Dude, guck dir den Fight bitte mal an, ja? Ich poste das Video. Ja. Die ersten zwei Minuten kannst du eigentlich skippen, da passiert nicht wirklich viel. Zwei Minuten. Each time dealing proximity-based damage. The adds will also cast their own AoE. So ab 2:10. Dealing damage, binding players, and starting an active time maneuver. Players will need to escape from their chains before the boss crashes through the platform, maneuver. Or they will die. If handled successfully, players will land on the next platform, and the fight will continue. The boss will immediately cast a massive knockback with two safe zones in the corners of the platform. Move to the closest safe zone immediately to avoid high damage and potentially getting punted off of the platform. You'll notice that the platform has a centerpiece made of stone, with the outer perimeter made of a much less dirty material. Periodically, the boss will slam his tail down on two tiles, indicated by this huge red marker dealing high damage and cracking the outer tiles. If his tail hits the same the tile will break and the platform in that area will disappear. Dieser komische Stein kann kaputt gehen, Alter. What the fuck? Tiles, or at least stand close enough to be able to escape to a safe tile if necessary. When the tail slams down, it'll be vulnerable to damage and all players should switch and destroy it. Destroying a tail deals almost 400,000 points of damage to Shinryu. Ich lass mich carryen, ey. Fuck this. Ja gut, aber... And each player will need to move away from their chain wissen, wann was kommt, ja. These purple markers indicate Love and Bolt is about to be cast on players. Spread apart and avoid standing in puddles to minimize damage. Be sure to avoid the tile anytime it's targeted by this massive circle AoE, as it will stun you and apply a vulnerability buff. At this point, these main mechanics will repeat, with Aether attacks whenever the duty gauge fills. The ice aspected Aether attack is Diamond Dust. All players will need to stop moving at the end of this cast, or they will slide across the platform to their untimely deaths. Der friert die Plattform ein und wenn du dich bewegst, dann rutschst du runter, weil du halt nicht stoppen kannst, weil sie eingefroren ist. Fuck. Ja, der ist grad, die ist gerade voll verreckt, die ganze Gruppe ist verreckt wegen diesem fucking Sturm. You'll need to make sure you keep running into the center of the platform to avoid getting knocked out. Players will need to heal through aerial blast as well. Now that you've seen every ability, it's just a matter of repetition until the boss is down. If you have any questions or comments, please let me know. Up next, we'll take a look at Kugane Castle. As always, thanks for watching. This huge red marker deals high damage and cracking the outer tiles. If his 1000 points of damage to Shinryu, which is a nice boost in raid damage. Players affected by these orange markers will be afflicted by burning chains, and each player will need to move away from their chain partner to break the effect. These purple markers indicate Levin Bolt is about to be cast on players. Spread apart and avoid standing in puddles to minimize damage. Be sure to avoid the middle tile anytime it's targeted by this massive circle AoE, as it will stun you and apply a vulnerability up debuff. At this point, these main mechanics will repeat, with Aether attacks whenever the duty gauge fills. The ice aspected Aether attack is Diamond Dust. All players will need to stop moving at the end of this cast, or they will slide across the platform to their untimely death. The Earth aspected Aether attack is Earthen Fury. This is high raid-wide damage that healers will be able to shield and heal through. The aspected Aether attack is Aerial Blast. At the same time, a super cyclone will spawn in the center. 39,000. You'll need to make sure you keep running into the center of the platform to avoid getting knocked out. Players will need to heal through aerial blast as well. Now that you've seen every ability, it's just a matter of repetition and the boss is down. PvP if you have any questions or comments, please let me know. Up next, we'll take a look at Kugane Castle. As always, thanks for watching. Die Mechanics sind viel komplizierter. Deshalb lade ich mir auch 10,000 Addons runter, die mich
Sekunden davor warnen, dass gleich irgendwas kommt. Ja. Und es eigentlich unmöglich ist, da noch getroffen zu werden, außer du bist ein mouth-breathing Idiot. In Final Fantasy kriegst du auch Bescheid, ja, aber du hast ein paar Millisekunden, um da Du weißt ja nicht rauszulaufen. genau, was passiert, du kriegst ja eine Genau, Flächennahe und du angezeigt. weißt nicht, was passiert. Ja. Und wenn du es abkriegst, bist du fast instant tot. Gott, scheiße, ey. Das mit den Ketten ist auch gut. Da ist ja Invite. kein Platz, es wegzulaufen eigentlich. Invite bekommen, so. Go, kill me. Knock. Carry me. Scheiße, du. Oh Ich hab Angst vor dem Encounter. Gott. Das ist der erste Level 70 Raid Boss. Der erste! Scheiße, Mann. Gut Loot. Ja, ich krieg nix, ey. Du hast so schlecht gespielt, du kriegst jetzt keinen Loot. Boah, wenn das da Performance Game wird, oh ja. Das kannst du nicht machen. Ich brauch schon meine Participation Trophies, ey. Oh, dann auf extrem, oder? Genau. Oh, ey, da was meinst du? Das ist unmöglich. Wie soll das funktionieren? Du bist nur besser Spieler als Method. Wir feiern schon beim Gammel-Mogri-König auf der ersten Stufe. Ich geb schon beim Titan. Ja, ich auch. Ey, das Viech fett. Ich hab Gänsehaut bekommen, ey. Wie soll ich eine Cast mir die ganze Zeit hin und her laufen muss? Okay. This game is over, dude. Das ist over. Okay, ich hab drei Hits gemacht. Wahnsinn. Spiel ich Todesmaß. Yo, what the fuck? Oh mein Gott. Ich bin im Schwitzen, als ob ich gerade einen Workout gemacht hätte und ich habe irgendeinen Mark auf dem Hör. Okay. Nichts passiert. Wenn du so einen Mark hast, müssen alle zu dir kommen. Feuer, okay. Ja, hier rein. Unser Tank bleibt draußen stehen. Ich sehe nichts außer Feuer. Oh mein Gott. Scheiße. Feuerprobe. Ja, dann mach das mal ohne irgendwas anzugucken, ja. Vergiss es. Verkackt das Quicktime-Event und davor. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Face Roll einfach den. Was machen wir? Oh shit. Carry me home. Wer designt denn sowas? The Japanese people. Alter. So, was muss ich jetzt machen? Quicktime Event. Kritisches Manöver. Bereit? Nein, ich bin nicht bereit. Du musst deine Leertaste spammen, Alter! Jo. Oh mein Gott, ey. Make it stop. Du was? Wo müssen wir hin?
fuck is going on? Oh shit! Too late. Ich mag nicht mehr. But the soundtrack is pretty epic. Oh shit. Was war mit den Ketten? Hab ich schon wieder vergessen. Du musst weglaufen von dem anderen Dude, Digga. Okay. Ah, ja, ich hab gerade den fetten Eissturm abbekommen, der macht tatsächlich wieder ein Match. Ja. Zwei haben sich bewegt. Adios, Muchachos. Das ist das. So. Oh mein Gott. Oh. Hast du noch zu essen, Patron? Nee. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin nass geschwitzt, ey. Oh mein Gott. The fuck is this shit? What are you doing to me? Boah. Fuck. Was ist denn das? Drei Leute gestorben, schreibt einer. Did they nerf that? Das ist der leichteste Schwierigkeitsgrad, ey. Was ist hier los? Stormblood, oder? Ja. Blood. Hoffentlich ist Shadowbringer jetzt noch viel schwieriger. Ach Gott, ey. Ich fand Heaven's Ward schon schwierig, ey. So, Heaven's Ward war quasi angemessen bis teilweise schon schwierig für die erste Schwierigkeitsstufe mit Randoms. Ja. Jetzt lande ich hier und denke mir nur, ey, what the fuck? What is happening to me? Ja, würde ich keine Guides gucken? Ich würde kläglich versagen, ey. Und selbst wenn du sie guckst, das ist immer noch spicy. Oh, Alter. Es passiert einfach so viel. Es passiert so. Du kannst echt keine Sekunde nicht aufpassen oder du wirst gerackt. Das ist so hart. Alles in Ordnung? Ich weiß schon, wie das laufen wird. Wenn ich es dann irgendwann ein bisschen weiß, wie es funktioniert, dann bin ich trotzdem wieder geizig und bleib stehen. Wenn ich fertig casten will, dann wird er gerackt. Das channel ich noch durch. Fliegst von der Plattform. Wrong decision. Die Titan haut dir voll in die Fresse. Fliegst runter. Der Jäger wurde zum Beute. Boah, ey. Aber was für ein. Bei den 12. Was für ein. Hochgefühle. Der Typ geilt sich jetzt dran auf, dass er gerackt wurde. Du tickst ja nicht richtig. Weißt du, wie viele Opfer dein Wahnsinn gefordert hat? Dummes Kind. Leben fordert Opfer. Nur wer dieses Gesetz versteht,
dummes Kind. Leben fordert Opfer. Nur wer dieses Gesetz versteht, kann wirklich leben. Das kann man so nicht sagen. Aber dein Verständnis ist nicht so gut, Blatt. Meine Darbietung war meisterhaft. Durch den Einsatz unseres unersetzlichen Lebens zum Spektakel erhoben. Wow, Gewitter, nice. Mein Herz hat sich lang nach einem solchen Moment der Klarheit, der Lebendigkeit gesehnt. Kein weiterer Augenblick wird diesen übertreffen. So soll ihm auch kein weiterer folgen. Oh, er will dich umbringen. So kommst du uns nicht davon. Leb wohl, meine einzige Genossin, meine Jägerin. Wie sich jemand die Kehle durchschneidet, kann man nicht zeigen. Ja. Naja, es wurde gezeigt. Oh. Okay. Wir sind Japaner. Ja, und. Don't give a fuck about your stupid wisdom principles. Er hat den Kampf verloren und sich das Leben genommen. Dann ist es also vorbei. Ja, Raubern, halt die Fresse. Gib mir einen Drink. Schaut ihr Nigger Mann. Schaut ihr Nigger Mann. Dieses kranke Ungeheuer. Nur aus Vergnügen zu töten. Warum steht man Philly eigentlich immer, wenn sie einen Stuhl hat? Weil es gut von Rücken ist. Aber am Ende haben wir gewonnen. Wir sollten lieber an die Lebenden denken, als an die Toten. Jetzt nochmal eine Fahrt. Ja, geht aber über Extreme Savage. Extreme Savage. Du hast einen Zentimeter, auf den du stehen kannst, sonst wirst du runtergeschubst. Auf den Zehenspitzen stehen. In irgendeinem MMO wird es mal gehen, dass du mit VR-Equipment spielst und dann musst du auf den Zehenspitzen stehen, damit du Alter, nicht direkt bist. Der Fight in Virtual Reality, da bist du tot danach, ey. Wow. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich Zehners Gesicht. Das ist krank. Ey, dann ist keiner mehr fett, also sag ich dir. Fette Gamer gibt's. Wird viele Leute im Krankenhaus landen, ja. Rutschen sie aus. Bringt ja schon komische Quicktime-Events rein, ey. Das finde ich aber nice. Musst du da einfach eine Taste hämmern? Ja. Eine andere. Ja. Das ist meine Spezialität. Ja, das ist so typisch Controller-Gameplay eigentlich. Ja, es hat doch so einen Controller angezeigt. Ich dachte, ich muss die Maus klicken und dann bin ich darauf gestoßen, dass doch die Leertaste war. Steht das dabei? Irgendwie Leertaste oder ist das irgendwie auf einer Tastatur angezeigt? Nee. Boah, fuck. Oh, ich freue mich schon so. Ich bin machen da. Oder auf die ganzen schwierigen Bosse jetzt. Ich habe letztens ein Video gesehen von einem Typen, der halt schon alles freigeschaltet hat, der Jagdbretter und so. Mir geht so viel Content an, den ich noch nicht freigespielt habe. Der hat da Leisten von Dungeons und 25 Mann Dungeons und ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt Zugriff auf die Scheiße kriege. Mir geht so viel Content noch ab, ey. Goddammit, muss ich hier durch verschissene Quest machen, ey. Every last fucking quest.
Und nicht vergessen, deine Berufe. Naja, genau, die muss ich auch noch pushen, weil. Zumindest einen. Ach, die singen die Hymne jetzt? Geil. Boah, Gänsehaut, ey. Stark sind wir und geeint. Sag mal, warum streckt die ihren Arm denn so nach oben? Sag mal. Was ist da los? Dog Whistle, ihr Japaner. Ein verwegener Sturm auf Alamigo. Und plötzlich waren wir. Please notice, white boy. Notice. Start noticing, boy. Auf Bitchu gibt's auch Murdoch Murdoch Folgen übrigens. Ah ja. Schon gesehen, ne? 23 Minuten Folge oder so. War dabei. Oh ja. Ich glaube, ich kenne aber schon alle. Naja. Da gibt's wieder eine neue. Ah, Endscreen. Die erste Story habe ich jetzt hier durch. Patch 4.0. Jetzt geht's dann mal damit 4.1, 4.2, 4.3 und 4.4 und 4.5 glaube ich auch noch. Und dann bin ich endlich in Shadowbringers. Boah. Ah ja. Wir wollen frei sein, um zu leben. Und ich finde den Titan-Soundtrack so geil. Das passt irgendwie zu so hektischen Fights, wo man die ganze Zeit rumlaufen muss. Ah ja. Denn die Umstände, in die wir geboren werden, prägen uns genauso wie unsere Abstammung. Denn die Umstände, in die wir geboren werden, prägen uns genauso wie unsere Abstammung. Was ist da los? Was soll das? What do you mean? Wir sind alle gleich. Die 20 Jahre galeischer Herrschaft haben Spuren in Alamigo hinterlassen. Und wieder eine weitere Stadt befreit. Ja. Unser Volk ist gespalten. Und diese Kluft lässt sich bestimmt nicht sofort schließen, aber ich gebe nicht auf, Papa Limo. Marianne Graffam spricht Yugiri. What? PvPBank.com Gil und Fast Boosting to 80 and New Primals Gear. 5% off. Yotsuyu spricht eine Türkin. Yesim irgendwas, natürlich. Deshalb mochte ich die, ja, dumme Bitch. Gutes Verrecktes sein. Was ist die Aura-Tossi? Flüchtlings-Tossi? Nee. Aber okay. Ich weiß nicht, ob ich dir das. Lisa Braun spricht vor Dola. Lisa Braun. Könntest du die auch gerickt haben, mein fucking Jew? Und ich werde alles tun, damit es nicht umsonst gewesen ist. Alamigo soll so werden, wie sie es gewollt hätten. Eine wahre Heimat für. Xenos, René Dawn Claude. Aha, der hat seinen Job gut Dorn gemacht, ey. Dorn, ja. Rogel Dorn. Rogel Dorn. Ich will auch einen Final Fantasy Charakter voicen. Wer voice denn Merl Whip? Keine Ahnung. Irgendwie auf Straße, Behinderte von der Straße. Das düstere Kapitel von Alamigo als galeischer Provinz ist beendet. Und die Geschichte unserer Heimat beginnt neu. Möge sie Bestand haben. Die Geschichte unserer Heimat beginnt neu. Möge sie Bestand haben. Start the war. Start the war. The spot of war fight.
Legend of Total War hier. I lost all my viewers. Today we're gonna play Warhammer 2 Total War. Elf Campaign Tyrion. Oh Gott. Because I like Tyrion. Annette Schreier spricht Ishtola. Schreier. Uri Enger spricht Florian Hoffmann. Tancred wird von Peter Lehn gesprochen. Nee, ist richtig ethnically homogen. Ja. Ich guck mir immer die Outros an, ne? Immer, weil die Musik ist geil und ich, keine Ahnung, für mich ist das ein Zeichen des Respekts. Nicht so wie in Blizzard Games, wo ich die Scheiße immer skippe. Nicht schnell genug wegskippen kann, ey. Sogar die neuen Cinematics, die ich noch nie gesehen habe, mich weggeskippt. Das ist mich interessiert. Das sehe wieder alles Bullshit ist. Das ist so sad. Rieke Werner hat Nago gesprochen. So, so. Good job. Wer spricht denn die Kane-san? Kane-san, ja. Cool. Ach, das ist ist nicht alphabetisch. Ja, die ist irgendwie ziemlich gut. Schau mal. Ich kenne die Stimme auch irgendwie. Sebastian Kuschmann, Grinnewart. Kuschmann. Kuschner. Fucking asshole. Johann Fohl. Der spricht Adelici. Estinien wird von Michael Pink gesprochen. Estinien. Ah. Burnating. Michael Pink. Sehr gut. Wer spricht Adelici? Adelici. David Schickelstein. Das ist David Rosberg Goldblatt. Schlimowitz. Schenkelbergstein. Wer kennt ihn nicht? Schlimowitz. Oh Gott. Schlomowitz. Schlomo, ja. Shabbat Shalom. What the fuck? Ach so. Ich will noch einen Browser offen. Shigeru Nagamatsu. Yosuke Hayashi. Meet the voice actors of Final Fantasy XIV. Shinsuke Morimoto. Mori Motonari. Mori? Yosuke Mogi. Ryuji Baba. Der hat mal einen guten Namen, ne? Baba. Baba. Ich habe hier die nuttigste Tänzerin, die ich jemals gesehen habe. Geil. Okay. Post. Ich sag's dir, diese Outro-Sängerin oder auch die den Dragons-Song gesungen hat, die alle diese schönen femininen Songs macht, ist beyond epic. So sollte jeder sein. Aber nein. But no. No. Instead we have annoying bitches, deren Stimmen im Ohr wehtun. Echt, ey. Das ist echt. Das heilt Tinnitus, ey, sag's dir. Quirl. Quirlform. Quirl. Was haben sie mir hier gepostet? Ein Tänzer-Ass. Boah, Fab. Woodlick. Woodlick. Ja. Ja?
Es sind immer noch keine Hasen. Wood Smash. Nee. Ich bin immer noch ein. Ich hab den Katzenparasiten, du. Ja. Kommt der Hase nicht gegen an? Also der Hasenparasit kommt nicht dagegen an. Was ist mit dieser Nanamulnamo los? Die ist behindert. Die ist depressed. Die ist depressed und dumm. Das wäre ich auch, wenn ich einen Lala verwende. Peter Martin Buck. Sehr gut, guter Mann. Bleib am Ball. Tomoko, oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Start the war. Limp Benedict. Limp Dict. Limp Dict. Dass keiner von den Oda heißt, was ist da los? The Mighty Oda Clan. John Crow, English Translation and Localization. Christopher Ore. Tony Ore. Tony Ore. Nicolas Terrasse. Robin Schnökelborg, German Translation and Localization. Robin Schnökelborg. What? Alter, ist nicht sein Ernst. Schnökelborg. Ja, ich habe nichts gesagt, du, ey. Der hat immerhin die Translation gemacht, also. Kudos, Hut ab. Vielen Dank. Robin Schnökelborg. Beagle Bats. Shimada, Yohai Shimada. Sehr gut. Delfin Zombo Nigelet. Zombo Nigelet. Ja, ja, so heißt die. Delfin Zombo Nigelet. Ich weiß nicht, wie man dieses N und danach das G ausspricht. Ngeletze, oder? Oh, ich glaube, das G ist stumm. Nigga. Dein Hirn ist auch schon gefried, ey. Das ist total weg. Alter. Ja, weil ich so blöde Titan-Soundtrack mir so im Kopf geht. Fuji. Oh. Basinga. Masanori Mori, Alter. Da haben wir einen gefunden. Der ist ein krasser Mori, du. Ja, der ist richtig racist. Such den Takeda. Ja, ich bin schon dabei. Hashimoto. Ito, Yun Ito, Masahiro Ito. Oh. Oh. Ito, oh, uiuiui. Ja. Bad taste. Ist auch ein Chinbo dabei? Chinbo. Chinbo.
Misaki Yamamoto. Takabayashi Shishozaku. Kawakami Kono. 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 Schon wieder Ito. Doppel Ito. Chisato Ito, Hiroki Ito. Krass. Der Mighty Ito-Clan, der von Shimasa gereckt wurde. Sato gibt's auch. Ganz viele Sato. Marie Sato, Shinsuke Sato und Yasuhiro Sato. Utsugi. Uisugi? Utsugi leider nur. Also. Uisugi. Gibt's bestimmt keine mehr. Keine Überlebenden. Ich hab mal keinen Bock mehr gehabt, nicht umbenannt. Ja. Wie heißt diese Scheißinsel in Shogun mit der Goldmine? Honma, oder? Ist das Honma? Honma, ja. Honma, ja. Seongdong Suns Kim. Das kann nur ein Koreaner sein, ne? Seongdong. Longflong. Oh, Schlong, Schlongdong, Shamalabadingdong. Shamalabadingdong. Kann die Japaner absolut verstehen, warum die nur als Nutten benutzt haben, ne? Songdong, Chungdong, Dingdong. Shamalaba. Shamalabadingdong. Adam Neumann, Manager Channel Marketing. Ja, ja. Of course. Neumann. Disgusting. Diego Hernandez. Ron Kurz, Senior Director Sales Department. Erik Rosenberger, Senior Manager Sales. Of course, natürlich sind die im Verkauf. Natürlich Rosenberger, du fuck Erik sein. Every single fucking time. Every single fucking time. Diese scheiß Parasites, ey, das gibt's doch nicht. Alfred Holz. Rosenberger, Alter. Rosenberger? Berger, ja. Das ist schon wieder, das könnte ja noch. Es könnte was Gutes sein, ja? Ja. Ja, hoffen wir es. Ja. Aber wenn einer Israel Hebraist heißt, dann ist es relativ Hebraist. Chomsky sucks, by the way. Ah, ja, ja, ja. Chris Farmer. Okay, ne. Ich bin ein Farmer. Michael Freeman. Oh, fuck off. Morgan Freeman. Michael Freeman. Hebraist. Israel Hebraist. Schlomo Stein. Markus Hirschhorn. Die ist vergiftet. Trinkt jetzt Gift.
Nein. Ach, da bist du. Nein, nein. Brian Finkelstein. Okay, das ist... Director Business and Legal Affairs. Of course, every single time. Finkelstein. Wie schaut ein Rauber an? Das ist jetzt tot, der Rauber. Nee, aber die Königin hat sich gerade selber vergiftet. Das warst du? Das war ich. Das war der Finkelstein, glaube ich. Der Marketing Director hat sie umgebracht. Finkelstein. Alter, ist das übel. Die stirbt da echt. Keiner macht was. Und der Adelici marschiert rein. Warum macht keiner was? Holy shit. Ach, wir waren alleine im Raum, deswegen, okay. What the fuck? Ach du Kacke. Du hast sie umgebracht. Und der Kristall... Bunter wird auch untergewandert, oder wie? Ja. Meine Fresse. Und natürlich ist es ein Lalafell. Juju Hase heißt er. Susan Calloway. No. Tankred vor dem Flirten. Ist der Mikrote-Taste da? Ah, er hat's raus. Chat, ja. Tankred.
Chat, Tankred gegen Virgil und Papa Limo. Jetzt wird's ernst hier in der Story. Mhm. Hol mal was zu essen. Virgin Papa Limo. Kommst du auf Papa Limo? Ja, das ist, weil es ein Lalafell-Faggot ist. Und ich den Typ nicht mag. Ja. Tankchat. Tankchat. Nice.
Das Maß ist voll Schlange. So ein kleiner Wichser. Du hast sie umgebracht. Ihr feiert hier, wenn die Sultana gemeuchelt wird? Ist das eure Auffassung von Jun? Taliji über Jui. Der die total outplayed. Schon. Raubern. Wird gerackt. Wo ist die Krieger des Lichts? Sultana gefickt. Haben ja auch einen Grund dazu gehabt. Ja, die hat genervt. Ja. Die war auf der Fuck Kill Mary List. Minfilia wird geheiratet. Ja, die Sultana hat gekillt. Ja. Und wer wird gefickt? Noch nicht sure. Irgend so eine Tänzer-Tussi in Ulda. Nein, es muss schon Charakter sein mit dem Namen. Achso. Lucia. Mein Bruder. Boah, ne. Endlich. Er hat mich ganz schön Nerven gekostet. Lucia sich auch nicht. Allen Äther für den Prima eh verbraucht, hm? Umso besser. Oh, Minfilia wird mad. Zeit endlich aufzuräumen. Weichstille Hexe. Auf nimmer Wiedersehen, Mittag.
Alter, ist der Psycho. Charge, Raban, tu es. Echt? Der hat den echt in zwei geteilt. Ja. He sure did. Ich dachte mir, ja, das wäre jetzt schon geil, aber es passiert bestimmt nicht. Und dann macht das halt wirklich. Lolorito. Wer war das nochmal? Der andere Republikaner gewesen, der keine Flüchtlinge reinlassen wollte in Ulda. Der dagegen war. Der keine reinlassen wollte. Achso, ah ja, ich erinnere mich. Der möchte den Arm. What the fuck? Jetzt geht's ab. Ja, Ilbert, hä? Der hat die Scheck angenommen. Ah, so. Of course. Das ist echt wie ein Anime. Mhm. Ich habe die Soldaten umgebracht. Raban kriegt Guts Rage. Die Säule durch mit einem Fuß.
so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ich würde dir gern was sagen. Dir und den anderen. Kannst du mal kurz warten? Everyone is fucking dead dead. Liebe Freunde, ich werde euch nicht lange aufhalten. Ich wollte euch noch einmal danken. Natürlich, nur mit einem kurzen Danke allein kann ich gar nicht ausdrücken, wie viel ihr für mich getan habt. Aber ihr habt ja auch nicht für schöne Worte gekämpft, sondern weil ihr von der Sache überzeugt wart. Und ich werde euch beweisen, dass euer Einsatz nicht umsonst war, indem ich Alamigo auf den richtigen Weg helfe. Ich habe statt Konrad an der Spitze der Befreiungsarmee gestanden. Und deswegen trage ich jetzt die Verantwortung dafür, wie es mit der Stadt weitergeht. Das heißt aber auch, dass ich nicht mehr neutral sein kann. Und deswegen wollte ich euch offiziell sagen, dass ich den Bund der Morgenröte verlasse, bis Alamigo wieder aufgebaut ist. Das ist vielleicht egoistisch, aber ich habe mich entschieden. Was? Du willst dich davor drücken, uns all die Gefallen zurückzuzahlen, die du uns noch schuldest? Ida ist auch also, immer happy. Nein, ich... Das war doch nur ein Scherz. Ja, solange sie irgendjemanden verprügeln kann. Mhm. Aber eines sage ich dir im vollen Ernst. Auch wenn du kein Mitglied unseres Bundes mehr bist, bleiben wir doch immer Freunde. Jetzt und für immer. Richtig? Wenn du uns brauchst, dann melde dich, verstanden? Wir werden zur Stelle sein, das verspreche ich. Ihr Stohler, ihr seid alle so nett. Ich wollte doch nicht weinen. Flickst. Wer hätte gedacht, dass Fischen so schwer ist? Nein, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Statt im Jenseits wache ich am Strand auf. Leben. Zumindest lässt mein knurrender Magen mich das nice. Tja, ich beschwere mich nicht. Der Himmel hat wohl noch etwas mit mir vor. Und wen haben wir da? Sieht aus, als wäre noch jemand dem Tod von der Schippe gesprungen. Oh, die lebt auch noch. Hey, man sieht Idas Augen. Krass. Ich kriege einen fetten Brief mit 5 Seiten Datenschutzhinweise von der Sparda-Bank. Oh Gott.
Das soll ich mir jetzt alles durchlesen, oder was? Ihr Spackers. Durchlesen und verstehen. Genau. What the fuck? Ah, jetzt sind die Händler da. Nice. Könntest du das denn immer das 70k-Equip kaufen? Genau, jetzt wo ich es nicht mehr brauche. Und 300k, über 300k für das andere ausgegeben habe. Spicy. Gut, dann leer dich wohl das. Boah, das Gear ist aber so viel besser. Boah, ich habe mich nie beschwert. Was für ein Item-Level ist das? 390. Boah, what? Ja. Ja, ja. Zuerst mal das Wichtige hier kaufen. Das war das, was man noch anzieht und sehen kann. Krass. Vieles davon ist sogar schlechter als was ich anhab. You overequipped bastard. Yeah, boy. Kostet das allergische Steine? Das, was ich mir gerade hole, ja. Yes, it does. Okay. Und ich wurde heute gekappt, also kommt mir ganz gelegen. Gut. Tankchat. Ah.
ein Depp. Ich habe mir das 360er Gear gekauft. Oh. Das ist ein Meller. Tankred took an arrow to the knee. Und he's slightly mad. So, allergische Steine fahren. Was ist Tolle eigentlich für eine Klasse? Sind Druide oder was? Pff, ich glaub Dudu, ja. Dudu oder Weißmagier, irgendwie sowas. Genki-Dama. Shinryu Katana. Oh. Neat. Oh, ja. So, was muss ich laufen, um Steine zu kriegen? Das da. Pipin. Schön, dass du vorbeischaust. Geht's dir gut? Das freut mich. Bei uns könnte es besser laufen. Der politische Neubeginn wird alles andere als einfach. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Die Domana haben es da leichter. Die haben Prinz Hien. Aber in Alamigo gibt es niemanden, zu dem das ganze Volk aufschaut. Kein Wunder, wenn man an den letzten König zurückdenkt. Theoderik war ein echter Tyrann. Ja, eine Rückkehr zur Monarchie können wir wohl ausschließen. Aber was sind die Alternativen? Da scheiden sich die Geister. Ich treffe mich heute mit Gesandten der migischen Siedlungen und Stämme. Die Diskussionen werden sicher hitzig. Zum Glück unterstützt uns die Allianz in dieser schwierigen Phase. Es ist verdammt viel Arbeit, aber wir sollten uns nicht beschweren. Es geht schließlich um die Zukunft unserer Heimat. Also, Mnago, pass hier gut auf alles auf. Geht klar. Da bist du ja. Ich habe schon überall nach dir gesucht. Keine Angst, es ist kein Ärger im Anmarsch, aber es braucht auch nicht jeder zu wissen. Würdest du mich an einen Ort begleiten, wo wir ungestört reden können? Würdest du mich an einen Ort begleiten, an dem wir ungestört reden können? Mhm. Suspicious.
Also, es geht um ein neues Abenteuer. Du und ich, wir gehören zum Bund, keine Frage. Aber im Grunde unseres Herzens sind wir Abenteurer und werden es immer bleiben. Stimmt's oder habe ich recht? Alamigo ist befreit und die Galear werden einige Zeit brauchen, um sich von der Niederlage zu erholen. Was? Ich hätte da auch schon etwas im Sinn. Wird ganz sicher aufregend. Alfino will ich auch noch fragen. Was meinst du? Du bist immer noch in der Cutscene. Ja. Das ist, glaube ich, die längste im Spiel. Ja, genieße jeden Moment bis jetzt. Cutscene. Noch ein Ladefell-Charakter.
Asyl. Asyl in Ischgard. Asyl bei Horschwand. Horschwand. Haurige Wand. Ach ja, dann lernst du ja jetzt eine Family kennen. Die Fortons. Dann siehst du jetzt gleich Ischgard. Ja, endlich. Ischgardo. Majestic. Die erste Aura-Kollegin. Das ist einfach nur die Flüchtlingstussi, oder? Ohne Kapuze. Ja. Ja, okay. Viel neu auf sich jammern. Er ist doch nur ein Kind. Warum ist er ein fucking Anführer von seiner eigenen Organisation? Weil er ein Kind ist. Weil er rich und influential ist. Genau. Also seine Familie. Ja, seine Eltern haben anscheinend echt Geld, die haben doch irgendwie mal der Regierung Geld gegeben, um irgendwas aufzubauen oder was? Ich kenne seine Mom nicht, aber sein Dad war der Furzi, der mit dem Bund der Morgenröte immer zusammengearbeitet hat. Ich glaube, der hat ihn sogar gegründet. Louis War ist sein Großvater oder sein Vater? Stimmt, war sein Großvater. Wer ist sein Vater? Delicia Delicia. Finde ich gut. Das ist jetzt Lore. Das ist ja mein Fuck, das ist Canon. Das ist Canon. Subverted my expectations. Taliji Adeliji. Gut, dass der Typ down ist, echt. Der ewige Jew. Die Nacht in Final Fantasy ist einfach geil. Nice to spice so.
Kommt der Abspann. Von der Ram Reborn. Finally. Ja, echt finally. Congratulations. Jetzt beginnt das richtige Game. Wow. Nobu Uematsu, der hat auch noch irgendwas komponiert. Der ist für alles zuständig. Ja. Ja? Ja? Yeah. Dragon Song, Answers, Revolution. Papa Limo. Für Papa Limo ist auch zuständig. Uriangee. Urianga. Uri Anger. Antje von der Ahe, sie sprechen von Nanamo Ulnamo. Was für ein dummer Name. Und Raubahn ist Gordon Peters Sack. Never mind, ja. Yugiri. Melwip müssen wir herausfinden. Hm. Miracle Whip. Gilgamesh. Gilgamesh. Wer ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Kommt der nicht in der Bibel vor? Nee, der kommt nicht in der Bibel vor. Der hat einen eigenen Mythos. Gilgamesh. Mhm. Was für ein Fail. You uncultured Zoo. Ja und? Nicht gedacht, dass es so tragisch endet hier. A Realm Reborn. Was haben sie denn erwartet? Nichts, oder? Ja, nichts, ja. Happy Ending. Genau. Also, halt kein Happy Ending, aber nicht sowas. Und auch nicht so eine krass lange Cinematic noch. So, jetzt müssen wir von vorne anfangen. Nochmal Realm Reborn. Ja. Okay. Okay. Hm. Versunkene Stadt, Scanner ist nur zu zugänglich. Komisch, Blizzard. Ist fast so, als ob man sich da eine Scheibe von abschneiden könnte. Zum Leveln benutzt man eine schöne Storyline und Quests und die ganzen fucking Raids und Dungeons kriegst du dann, wenn du Max-Level bist. So gut wie alle. Ja. Und nicht, ja, den Großteil der Dungeons gibt's von Anfang an. Und dann kommen auch keine neuen mehr dazu. Du meinst, wenn eine Expansion rauskommt? Ja. Ja. Die hätten die Raids ja auch in den Levelprozess mit einbauen können. Hätte man. Hm. Das macht man aber nicht. Macht man nicht. Das macht man nur in so unzivilisierten und unterbelichteten Gesellschaften wie Japan. Ja, echt. Die kennen sich ja nicht aus. Ich gebe mir doch keine Mühe für was.
wo ihr nicht bezahlt werden müsst. Sollte für jeden Raid einzeln zahlen müssen. Warum soll ich mich für was anstrengen, wenn ich auch für Scheiße Geld bekomme? Ja, genau. Es geht nur um Profit. Gott, vor dem Badehaus ist, glaube ich, gerade Goldhain am Start. Was? Ja. Ich hab mich in mein Zimmer verpisst, weil das war mir zu creepy. Ich muss gleich mal schauen, wie viel Spielzeit ich jetzt eigentlich schon gebraucht habe für Realm Reborn. Wie 150 Stunden? Oh. Nein, 200 Stunden. Was? Fast 200 Stunden. So viel habe ich noch gar nicht. Ja, ich habe. Ja, ich habe mehrere Charaktere damit gespielt, also. Das stimmt, ja. Spielzeit. Da haben Sie recht. Ist genehmigt. Danke. Ja, welcome. Billiges Empire. If you don't like what we're telling you to believe in, we're gonna kill you. Gonna kill ya. Gonna kill ya. Fuck a faggot. Ich wollte eigentlich noch in Dungeon mit dir laufen, aber du bist ja hier Cutscene occupied, ey. Mhm. Ja, Credits durchschauen bis zum Ende. Ja, of course. Das kannst du jetzt nicht einfach nicht machen, nachdem ich gesagt habe, das macht man aus Respektgründen. Das ist auch epic. Respekt. So viel Zeit da reingesteckt. Ja, tagelang nichts. Hier gequestet. Für nichts und wieder nichts. Verlegt. Ist alles scheiße, ne? Shingu. Das kann ich sagen. General Manager. In den fucking Raids. Katsuhi Ramilla, was? Zum Schwitzen komme. Das ist Heresy. Das ist es kommt bestimmt was, was noch schwieriger ist. 100 pro. Warum ist Rot schlechter als Pink, ey? Ich verstehe es nicht. Ich habe heute schon so ein Video gesehen von S, wo irgendwie als Headline drin stand. Developer von Final Fantasy XIV wünschen sich ein Crossover von WoW und Diablo. Ja, das habe ich sogar gesehen. Und was geht's da? Ich meine, warum? Ja, also er hat nicht gesagt warum, aber er würde einfach gern ein Crossover mit wahrscheinlich eher Diablo als World of Warcraft machen. Ne? Achso, ich dachte, er will ein Crossover von Diablo und WoW sehen und nicht von... Nee. Er würde da gerne in Final Fantasy was mitmachen. Und dann hat er wohl noch in dem Interview gesagt, dass er an Diablo 4 gerne mitarbeiten werde. Ich weiß nicht, ob er das als Spaß gesagt hat oder ob das wirklich ernst gemeint war. Und da meinte er es halt noch, dass der Typ halt nicht wirklich dafür bekannt ist, Scheiße zu labern, sondern der meint, was er sagt. Und dann standen in den Comments nur, no, please don't. So. Nichts, die Final Fantasy Spieler wollen nichts mit WoW am Hut haben. Ja, nee, das ist ja nicht. So. Ja, das bloß kontaminiert nur. Ja, ich wollte gerade sagen. Die Automata ist ja okay, weil das erste ist ja auch japanisch und das hat auch viele Ähnlichkeiten. Jo, ja, die müssen wohl schon öfter Crossover gehabt haben. Natürlich viel aus anderen Final Fantasy Teilen, aber auch aus Monster Hunter. Okay. Jo, das ist wohl bei denen so gang und gäbe. Finde ich gut. What the fuck? Boah, lass mich bloß in Ruhe, jetzt sind da schon mehrere Leute hier. Disgusting. Roleplayer. Aus dem Meer ohne Sonne. Was ist das denn für ein Titel, ey? Du hättest deine Aura schwarz machen müssen, Mario. Why?
Because black is beautiful. Black is the new stupid. Die meisten Aura-Spieler, die ich sehe, haben weiße Haare und weiße Haut. Ja? Und weiße Hörner. Die hat eine weiße Haare, schwarze Hörner, schwarzes Gesicht und alles andere ist auch schwarz. Außer ihre Rüstung, die ist blau. Die spielt Dancer. Rüstung. Ja. Zwei Tücher, die sie da umgehängt hat. Nee. Nö. Nö. Did you prove that? No. Warum wollen sie zur Bundeswehr? Let me think about it. Es geht den feuchten Scheißdreck an. Feuchter Scheißdreck. Ist auch gut. Und feuchte Kacke. Du Hundsfort. Ich sauf jetzt mein Phantasia und mach mich zum Hasen. Wo hast du den überhaupt her? Ich hab den noch nicht. Natürlich hast du das. Das kriegt man aus der Main Story Quest. Aus der Realm Reborn, schon nachdem du Belzer getötet hast, quasi. Ja, wo ist der in deinem Inventar? Außer du hast ihn gesoffen oder verkauft, ja? Das ist schon ewig, ja. Das ist so eine blaue Flasche. Okay. Mhm. Dann kann ich meinen Charakter komplett umstolpen, dann. Genau. Race change und so. Kannst Race ändern, Gender change. Das einzige, was nicht geht, ist den Namen ändern. Alles andere ist possible. Do you understand? Steve Bannon, Director of Creative Services. Nee, Michael Bannon. Steve Bannon. Erik, das ist der Erik Rosenberger. Mm. Der Senior Manager. Gotta kill him. Gotta stab him. North American Online Producer. Mittlerweile macht man echt gut Kill. 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 Kill me. Kill me. Kill me. Kill yourself. Kill me one more time. Flippt der Raubern aus und schneidet ihn in zwei Teile. Ja. Und verliert seinen Arm. Oh, Müllfleisch. Diese scheiß Items, die man aus dieser Mine da kriegt, wo wir immer landen. Oh jeder. Mit eurer Erlaubnis, meine Dame. Dunkelgoldklinge.
Was soll das heißen, du möchtest lieber allein ins Badehaus? Fuck, jetzt habe ich das Assassin weggeklickt. Uri Enger bei den Ascians. Ja. Das Game ist so fucking umfangreich, ey. Hast du gerade was Neues entdeckt? Ja, hier ist so ein Bade und dem kannst du deine ganzen Geschichten erzählen und dann spielt er dir halt Musik vor. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt gleich auch Zugang zu dem Theater krieg und das zum fucking Theaterstück verarbeitet wird, was ich dem Fuzzi hier gerade erzählt habe. Zenit der Götter Lakshmi nun zugänglich. Aha. Der schaltet die weiteren Stufen frei. Oh. 10.000 Kühe erhalten, ja, was so. Ah, oh, es gibt wieder EP, ja wunderbar. Dann bist du jetzt in Heavensward offiziell. Ja. Endlich aus das Classic. Ja. What? Classic? It's the greatest game. Greatest game of all time. Ah. Repeat with me. It's the greatest game of all time. Ausländisches Mädchen. Ja, gut, dass ich kein Moslem bin, ja, sonst wäre ich schon weg. Apropos, schon nämlich in neuen News zu unserem. Achso, nee. Ich hab nicht geguckt. Kann ich gleich mal machen. Du bist fertig oder was? Kann ich dich inviten für einen schnellen? Ich bin wieder in einer Zwischensequenz, aber gleich. Ich bin schon seit einer halben Stunde oder was am Videosequenz schauen. Ja.
1000 Years of War. Klassenquest. Es kommen schon die ersten Anfragen rein, dass die die ganzen Artikel. Ganzen Artikel, ja. Ja. Natürlich machen wir das. Ja. Amy, dann ja. Ja, genau. Das mache ich gerne. Für Geld. Mal noch nicht zu früh freuen. Ja, immer wenn es um Money geht, da quetschen sie dann wieder alle. Zucken sie zusammen. Ja, klar. Faggots. Aber das ist schon mal gut. Ja. Dass überhaupt das Interesse besteht. Das ist ja schon mal good to know. So oder so weitermachen. Ah.
We need links to the full translation. Yeah, fuck you, dude. Pay me. Pay us. There pay you. There are no full translations yet. Yet. You decide. Ja, ist so. Muss man irgendwie reinschreiben. Ja. Für Full Translations, bitte anfragen. Das wird noch gemacht. Noch ein Dancer, oder? Das ist ein Samurai. What are you? Sieht auf jeden Fall amazing aus. Hisatsu Gurin, du führst eine physische Attacke auf alle Gegner in gerader Linie vor dir aus. Das hört sich doch fast so an wie Gerze. Tencho. Jawohl. Gib. Gib's mir das. Who are you? Muss ich noch mit dem Dungeon anmelden warten, wenn ich das Spielzeug hier gleich kriege, ey. Schau mir gleich eine Compilation an, ey. Wie viel pro Artikel werden angemessen, vielleicht schreibe ich das rein. Ich überlege auch gerade. Kommt natürlich darauf an, wie lang der ist. Ja, das ist richtig. Ich habe jetzt einen 20 im Kopf. Ja? Was meinst du? Ja, ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Finde ich passt. Wie sich das die nächsten Tage noch entwickelt. Mhm. Überlegen wir es noch. Schau mal, wie viel Aufwand das ist. Ja, viel, weil, also je nachdem, ich gehe mal davon aus, dass sie so gut wie. Gehe mal davon aus, dass sie 80-90% übersetzt haben wollen. Das ist ein Haufen. Vor allem wird sich das ganze Modell dann auch ändern, wenn das Subscription basiert ist. Also wenn da irgendwie 100 Leute hast, die dir pro Monat weiß ich nicht, mindestens 10. Ja, wobei Artikel Basis wäre wahrscheinlich besser. Ja, mal gucken. Not sure how this is gonna work.
Ja. Also ich weiß nicht, so ein Mindestauftragswert, wenn wir 20 machen können. Ja. Normal schon. Das klingt eigentlich ziemlich durchschnittlich. Und ja, kommt drauf an, wenn es ein langer Artikel ist, dann muss man halt das mit den Einzelnen aushandeln oder irgendwie pro Absatz, na, oder pro Zeile oder was berechnen. So, normale Übersetzer machen halt pro Zeile oder pro Wort. Ja. Schauen wir mal, wie lang so ein Artikel ist. Ah, der ist lang. Figure Das ist this much. schon. Das sind 4000 Wörter. Ja, das ist auch richtig lange. Und das sind auch Zitate drin und so. Ja, das hilft uns dann trotzdem, weil du kannst ja einfach copy-pasten. Du musst auch übersetzen, die Scheiße. Klar. Aber das ist auch ein. So, sagen wir, 7 Wörter sind eine Zeile ungefähr. Kopf rechnen. 600 Zeilen pro Zeile 60 Cent. Zeilen mal 60 Cent. 60% von 600 sind 360 Euro wären es dann. Ja. Für den Artikel. Finde ich okay. Heavily doubt, dass ein Pleb sowas bezahlen wird. Mehrere natürlich, aber eine einzelne Person, das glaub ich nicht. Höchst unwahrscheinlich. Vielleicht irgend so ein Content Producer, aber die brauchen ja auch nicht alles. Vielleicht Summaries oder so. Mal sehen.
treiben muss. Hä? Du warst abgehakt, was ist das? Wenn es jetzt größer werden sollte, wie wird es dann steuern? Angeben. Ja, das musst du erst richtig angeben, wofür du das gemacht hast, wenn wir eine bestimmte Einkommensgrenze überschreiten. Mhm. Davor ist es, kannst du das als Freelance, also Freiarbeit. Geil, was macht der denn? Holy shit. Ein Paladin. Wenn das größer wird, müsste ich dich wahrscheinlich sogar employen. Mhm. Weil du nicht selbstständig bist. Mhm. Also du könntest es ja nicht sagen. Habe ich aber auch kein Problem mit, wenn das denn so viel einbringt, aber mal schauen. Ja. Also wenn ich diese ganzen Abilities krieg, die der NPC hier gerade hat, dann spiele ich nie wieder was anderes. Das soll mir wohl aussehen. Ja. Join us. Bitch, gib mir die neue Ability. Bitch. Leylinien. Stolen. Alter. Ich bin gespannt, was das macht. Ich muss jetzt meinen World Cooldown runter. What? Tja, krass. Geht's Carsten auch schneller, ha? Mhm. Ja, und Outdoor Attacks irgendwie. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber. Outdoor Attacks. Augmentierung. Da hat sie eiskalt ihren Bruder getötet, ey. Was, die Schwester von Alfino? Nee. Boah, das wäre. Puh. Alter. Das wäre heftig. Für alte Leji. Der spielt auch schon lange keine Rolle mehr, nehme ich. Nee. Der ist Gott sei Dank. Gone. Weg vom Fenster. Oh
kommt die Shadowbringers wieder. Wurde von den Ashians wiedererlebt und ist jetzt ein Prima-Ei geworden. Schmeißt mit Goldmünzen auf dich. Ja. Mind controlt dich. Mind controlt deine Teammitglieder und dann hauen sie dich tot. Genau. Stop criticizing Israel. I'm not criticizing, I'm appreciating the ethno state. Sakurin. Damit endet die Samurai-Auftragsreihe von Final Fantasy XIV Stormblood. Um die nächste Auftragsreihe zu beginnen, müssen sie... Okay, passt. So, so. Nee. Ah, Stufensteigerung muss ich noch machen. Ja, lad ein. Guess. Lad ein. Für eine Cutscene. No. Machen wir Stufensteigerung. Achso, ne Quatsch. Hm? Oder gibt das genauso viel Experience? Zufallsinhalt Stufe 50, 60, 70? Ich würde mich wundern, wenn es genauso viel gibt. Es gibt genauso viel. Es gibt beides 115.000. Ich weiß nur nicht, wie viel die Bonus-XP sind. Aber bei mir gibt es 20.000 steht da. Aber Routine-Bonus ist 20 Kabel mal nichts bringen, aber. Also. Racist. Was? Heute, ich habe ein neues Katana bekommen. Sick. Eieiei. Das ist mal Peak Weep. What? Ich hab so ein Set bekommen. Das ist Peak Weeperino. Das kann ich nicht tragen, sowas. So, wann ist das denn ein Problem? Weil sie die Stufensteigerung dann wieder abbrechen müssten, wenn ich das jetzt transmoggen will. Naja. Kann man nicht machen. Start war. So, wo teste ich jetzt? Meine neue Ability. Wieder unter Wasser, Scheiße. 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 Ah,
1000 Gil fürs Rumteleportieren, ey. Einfach so verschwendet. Kacke. Ja, gut. Das kostet auch schon immer 400, 500, wenn es mal weiter weg geht. Ja, brutal. Kannst du ja laufen. Na, in Stormblood läufst du nicht mehr, ey. Vergiss es. Wer läuft, verliert. Das ist meine neue Ability. Oh. Da habe ich mir jetzt aber mehr erhofft, ey. Okay. Ich dachte, da kann ich jetzt richtig schön Gürtel. Kann ich aber nicht. Well, mit. So, wo gabelst du rum? Bei meinem Schwarzmagierlehrer. Total Kreuzgang. Disgust. Ich möchte keine Rechtfertigung hören. Fuck off. Samurai statt nur dabei. Genau. Ich bin vor der Geheimpolizei. Der vierte Samurai. Oh, stimmt. Oh mein Gott. Die Connection habe ich noch gar nicht gemacht. Lala fällt vierter Samurai. Ja. Death by a thousand cuts. Schweine, Reuting. Schweine! Der vierte Samurai. Gedreckt. Hinuchi erhöht sein ausgekälteten Magieschaden um 5%. Cool. Brui. Spamst du mich voll? Ich winke nur. Okay. Melden? Melden? Das sind Dragoon, Wolkensängerin. Sieht aus wie ein Obdachloser. Ever since I found the JQ, the horrible truth. Ich freue mich schon richtig auf Brulvox Langrast. So, auf zum Goldsaucer. Gucken, ob ich einen Jackpot gewonnen habe. Ach ja, den habe ich schon ganz vergessen. Jackpot. Oh ja. Das war mal mein Hauptspielinhalt, der geschmissen. Ich habe das scheiß Chocobo-Rennen immer noch nicht gemacht. Bin ich der Mojang Master? Mojang. 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 Ja. Mojo. Lady. PvP haben wir auch noch nicht gemacht. Mm-mm. Why not? Was too bad. Too bad for that. That is probably true. Kommt der Spacko schon wieder her?
Mir rennt irgendwie so ein komischer Mikote hinterher mit der Brille, der sich immer aufregt, dass sich Leute umbringen. Oh, ich wusste es, ihr Schwarzmagier seid alle böse. Fuck off. Ein Jackpot. Presenting singer, songwriter, and the voice of the Final Fantasy XIV video game. Yes, video game. Miss Susan Calloway. And I think what's exciting is, you know, I've worked in so many facets of the industry and I never really fathomed that I would get involved in video games. I mean, it's not something I was really aware of. And he wanted me to add my own stylistic kind of approach. As a songwriter, I'm used to being able to do what I want with songs, and I think that you end up with a better product that way, because right. It's more genuine, so yeah. That's been really, I've always appreciated that he has that attitude. Soon after, they started the idea of, let's maybe try a concert tour that features the same music, and that's kind of how this all started, and the concert tour really took off. We went from playing... You're singing all around the world for now this. We're, you just got back from Paris, didn't yes. you? Yeah, we played in... We played in Paris, and we've done Tokyo quite a few times now. We've actually done some small tours through Japan, and then the Royal Albert Hall, which is a famous venue. Oh, that was a real thrill to play, but I've gotten to play there like 3 times, which has been amazing. Mm-hmm. So it's all done with live orchestra. It's all scored to picture so that fans can actually watch their favorite music like to gameplay with the live orchestra and with me singing the songs when appropriate. And it's very powerful, and it's quite a compelling show.
having all of that energy in one room and on one stage like that is really, it's amazing. Yeah, it's an amazing feeling. And it's been challenging as a singer because it's very different than doing like pop music, or if you're just doing a session, or even when I perform my own music, because when you're on a stage like that with so many musicians, there's a real bar that you have to kind of raise yourself to. It's pretty amazing when I think about what you've done here, emanating out of the Detroit area in this business we call music, which is very difficult. Es ist echt keiner mehr übrig außer Los Angeles, or at least Alfino Tartarudi. Yep. Sure. Fuck. Blah, 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 where we are, but with us, you've done scads of commercial music. That's right. Oh, dude. 13 Minuten warten wir schon, echt. Tausend Jahre geht der fucking Krieg schon. Hätte auch nicht der Goldklamm werden können, nicht? Yeah.
Fressen nicht vergessen. Fressen. Hast du überhaupt noch was? Ja, ich habe mir Rosinen gekauft. Rosinen? Gibt's Zaubertempo. Direkte Treffer und Ausdauer. Fuck off! Das erste Mal, dass der Pull funktioniert hat. Lesser Creatures haben das auch schon ausprobiert und da bin ich immer gewiped. Das bin ich nicht dran. Ja. Liegt nur an dir. Natürlich. Tolo. Tolo. Alle Passen gedrückt. Ja. Hast du es jetzt bekommen, oder was? Ja.
den Trashload Rocker. Mann, ey. Klumpt nur. Kommentar zu, ja. That's exactly what I want. Jokes on you. That's exactly what I want. Man könnte es natürlich schon zu Materia machen oder abgeben für Markenpunkte. Nee. So viel Damage. Fressen. I'm starving. Of course. Hast du nichts gegessen den ganzen Tag oder was? Nö. Das ist ja krass. Okay, ich war gelogen, ich hab schon was gegessen, aber es ist die Zeit her. Wenn ich mich ziemlich reinschaufel, dann werde ich mad. Ja, ich auch. Ich merk's schon. Ich bin leicht gereizt. Also diese Snickers-Werbung hat auf jeden Fall true. Naja, das ist ich weiß nicht, ob das irgendwie beim Jagen helfen soll oder keine Ahnung. Nebeneffekt von mir. Mad. Das geht auch nicht jedem so. Nicht? Wärst du denn nicht mad, wenn man Hunger hat? Ich weiß nicht, also ich bin irgendwie der Einzige in meiner Umgebung, der mad ist. Echt? Ja. Ich werd dann voll. Ja, er hat einfach gereizt und passiv-aggressiv. Ja, nicht nur passiv, ich werd generell aggressiv. Nicht aggressiv. Muss dann Leute zu hauen. Out of my way. It's gonna do time coke. The government loves me. Fuck. Der hat mich gesilenced, der Mixer. Du Schwuch. Der Rex, Mann. Genau, immer auf den Samurai. Verdammt. Der vierte Samurai. Der Katana am Arsch. Und Krise spielt auf die Fresse, ey, what? What? Caster Privilege. What the fuck? Stürzt ihr im Flugzeug ab oder was? One can only hope. Okay. So weit sind wir schon. Boah. Scheiße, jetzt war ich greedy, ey. Da lebst du ja noch. Ja.
vote for me. Good job. Good job. Hashtag good job. Was? Wo bist du? Nein, ich passe. Ich muss mich wegen nach Ishgard geportet. Weil ich kann ja hier eigentlich mit dir questen, damit ich meine scheiß Flugpunkte freischalte. Mhm. Weil ich habe erst in Stormblood gecheckt, wie dieser komische Kompass funktioniert. Du musst die Nebenquest hier sogar machen, damit du Flugpunkte freischaltest. Du weißt Bescheid. What the fuck? Ja, boy. Unlimited amounts of content. Erstmal harmonisieren, ja? Erstmal alles schön harmonisieren. Läuft hier die ganze Zeit so angenehme Klick. Was läuft bei mir? Nee, hier in Ishgard läuft hier immer so angenehme Klaviermusik. Ja.